Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit Paxis. Wir sind jetzt hier in dem Kampf, der sich dann doch einfacher gestaltet hat. Also in dem Ende dieses Kampfes, der sich dann doch einfacher gestaltet hat, als ich am Anfang gedacht hätte. Da wir es wohl taktisch extrem gut angegangen sind. Ja, es ist unfassbar. Der Stufe 7 Typ, der 2 Level über uns ist, hat keine wirkliche Aktion durchführen können, außer halt Gegenzauber, und ist gestorben. Einer seiner Freunde, Level 5, ist hier runtergeschmissen worden und dann gestorben. Hier liegt er. Ach nee, das ist er gar nicht, der hingerichtete Gnurm. Dieser Logan ist gestorben, bevor er eine Aktion durchführen konnte, weil wir ihn halt einfach platt gemacht haben. Dann hier hinten, der hat es geschafft, einmal eine Aktion durchzuführen oder einen Zug halt abzuhalten. Und der hier unten hat irgendwelche Sachen geworfen und das war's. Und ja, wie gesagt, die Gruppe war von den Leveln viel höher. Wir haben das Potenzial von diesen Gag, Durga, Sklavenjäger, Level 87 an Trefferpunkten, dieses Potenzial, das er mit Sicherheit in sich hat, das haben wir nicht mal ansatzweise gesehen. Wir wissen nicht, was er da machen kann. Er wird mit Sicherheit viel Schaden machen, geile Zauber haben oder so. Aber ja, wir haben einfach zu taktisch gut gespielt und haben die nicht zum Zug kommen lassen. Und hatten wohl auch das Glück, dass wir uns von hier oben der Gruppe genähert haben und nicht von unten, was auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Wären wir von unten gekommen, wäre der Kampf auch nochmal deutlich schwieriger gewesen. Naja, was soll's. So, dann können wir gegen ihn hier Gale, danach ist Will und so dran. Brauchen eigentlich nicht unbedingt einen Zauber gegen ihn einsetzen. Wie hat er noch? 38? Ich weiß nicht, ob Schattenherz und Karlach im nächsten Zug schon in den Nahkampf kommen. Ich glaube fast nicht. Komm, wir nehmen jetzt so ein Level 1 magisches Geschoss. Sehr schön. Will ist lethargisch. Oh, das erste Mal, dass wir das jetzt haben. Und deswegen kann er nichts machen. Na gut, das macht nichts. Du machst gar nichts. Karlach, ja, kommen wir nicht in den Nahkampf rein. Das dachte ich mir schon. Könnt ihr natürlich magisches Geschoss machen. Hat nur noch einen Zauber, was soll das? Wir müssen dann wahrscheinlich sowieso irgendwann mal wieder eine lange Rast machen. Aber er ist auch noch eine Runde verängstigt. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht die Riesennot hier. Ich glaube, ich krabbel hier einfach nur runter und mach Spurten. Aber dann brauchen wir noch nicht komplett an ihn rangehen, weil das dazu führt, dass er uns dann, glaube ich, trotzdem angreifen kann bei verängstigt. Ich glaube, die könnte ich nur nicht bewegen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist auch nicht so wichtig. Ach, eingesponnen. Ich Trottel habe nicht mehr daran gedacht, dass er hier unten noch dieses Spinnennetz ist. Ich bin aber auch dumm, ey. Ja, das Spinnennetz, das löst mir mal auf. Und dann laufen wir nur näher ran und lustig, wie Karlach sich immer noch so bewegt, als wenn sie eingesponnen wäre. Dabei ist da gar kein Spinnennetz mehr. Und dann machen wir unseren Feuerpfeil. Nur 45%, egal. Kritischer Fehlschlag. Immer noch verängstigt. Dachte, er ist noch verängstigt. Egal. Gale. Feuerpfeil reicht eigentlich. Kritischer Treffer, nice. Will darf auch wieder mitspielen. Geschafft. Was für ein krasser Kampf. Geil. So, mit wem gehen wir denn jetzt mal weiter? Ich würde sagen, kommt erstmal alle zu Will. Und Will ja. Kurze Rast. Wir haben zwar nicht mehr viele Zauber, aber was soll's. Jetzt können wir auch endlich Kratzer wieder rufen. So. Jetzt wollen wir hier mal weiter looten. Von wo sind wir jetzt gekommen? Ach nein, nein. Nicht hier hoch. Was ist das denn? Sind wir von hier gekommen? Ja. Wir sind von hier gekommen.
Hollweg. Geh mal. Viele interessante Pfeile. Ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder so ist, dass sie nicht mit uns reden wollen, auch wenn es nicht 100% immer. Die schwere Armbrust hat echt auch wenig Geld gebracht, aber wir sind jetzt eh nicht so belastet, deswegen nehmen wir die jetzt mit. Das ist nicht so komplett 100% durchsichtig, wann jemand mit uns reden möchte als Toter und wann nicht. Meistens wollen die, die wir umgebracht haben, nicht mit uns reden, aber manchmal dann doch. Wahrscheinlich, wenn es zu storyrelevant ist oder so, keine Ahnung. Ja, okay, das ist dann wieder einer, der nicht mit uns reden möchte, das ist okay. Dachte ich mir auch schon. Verblichenes Logbuch. Dann hat wirklich diese Bande hier die ganzen Unschuldigen umgebracht. Unfassbar. Mal gucken, ob wir die Sklavin finden, die sie verfolgt haben. Auf der Innenseite des Buchdeckels steht Höhlenwärter Merna. Die Seiten sind mit sauberen Berechnungen, Ausrüstungsverzeichnissen und Expeditionsnotizen beschrieben. Letzter Eintrag. Expedition Nummer 42. Zurück nach 10 Tagen in nördlichen Quadranten. Zwei potenzielle Minen erspäht. Ader von Arando entdeckt. Velso hat tolle Arbeit geleistet, Schichten organisiert und die erste Grabung geleitet. Bruder oder nicht, er wird einst ein vorzüglicher Höhlenwärter. Der muss sein Temperament zügeln und üben, den Stein zu lesen. Manchmal ist er blind wie ein Oberflächler. Ich werde ihn später zum Üben mit an den Schwarzsee nehmen. Ja, es war ja einfach irgendeine Minenarbeitergruppe, die da leider umgebracht wurden. Logbuch zahlreicher Expeditionen von Höhlenwärterin Merna. Schade, schade. Traurig, traurig, aber okay. Sind wir leider zu spät gekommen, aber es scheint noch nicht so lange her zu sein, dass sie tot sind. Deswegen sind ja auch die Mörder noch da. Fabelns Ferun, der benevolente Bergarbeiter. Ich glaube, die kennen wir noch nicht. In der unterirdischen Stadt Mantul Deret lebt einst ein Gnomenmädchen namens Sadie mit ihrem Vater Sam oder Sam. Jeden Morgen machte sich die fleißige Sadie auf in die nahegelegene Grotte mit der Hacke in der Hand, um Edelsteine abzutragen. Jeden Abend zählte der faule Sam sie und verlangte noch mehr. Du darfst dich erst ausruhen, wenn ich der reichste Mann in ganz Ferun bin. Eines Tages begegnete Sadie auf dem Heimweg einem Fremden, einer ausgemergelten Gestalt von grauer Haut und kleiner Statur. Ein Dero, rief Sadie. Bitte, sagte Dero, ich habe kein Geld und kein Zuhause. Ich flehe dich an, nur einen einzigen Rubin, auf das ich ihnen gegen etwas zu essen eintauschen kann. Sadie fand Mitleid in ihrem Herzen und gab dem Bettler einen Rubin. Zu Hause berichtete sie ihrem Vater von dem Dero. Fall nicht auf seine Lügen herein, ermahnte Samsi. Deros sind selbstsüchtige, geisteskranke Kreaturen. Wenn du ihm noch einmal etwas gibst, verstoße ich dich. Am nächsten Tag wartete der Dero auf Sadie. Bitte gib mir 10 Rubine, auf dass ich sie gegen ein Obdach eintauschen kann. Sadie rührte seine Bitte. Sie gab ihm die Rubine und ging nach Hause, wo Sam sie tüchtig tadelte. Eine jämmerliche Ausbeute, schimpfte er. Das dulde ich nicht. Am dritten Tag erschien der Dero in der Grotte. 100 Rubine bitte, auf dass ich den Hunger meiner Brüder und Schwestern stillen kann. Die gütige Sadie gab dem Bettler ihren ganzen Sack voll Edelsteine. Als er ihn berührte, zuckte ein gewaltiger Blitz durch die Grotte. Wo eben noch der Bettler gestanden hat, stand nun ein riesiger Golddrache. Du hast ein gutes und großzügiges Herz. Komm mit in meine Höhle und teile meinen Goldschatz mit mir, sagte der Drache. Sadie willigte nur zu gerne ein und begab sich mit dem Drachen in dessen opulentes Versteck. Ein Jahr später kam Sadie in der Nähe der Grotte an einem Bettler vorbei, ihrem eigenen Vater Sam. Sadie, ich habe kein Geld und kein Zuhause. Ich flehe dich an, nur einen einzigen Rubin, auf das ich ihn gegen etwas zu essen eintauschen kann. Sadie fand kein Mitleid in ihrem Herzen und ging wortlos weiter. Was für eine merkwürdige Legende oder Sage. Ich meine, ich verstehe jetzt zwar, logischerweise ist die Moral von der Geschichte klar zu erkennen, dass man halt gütig sein soll, aber wieso soll der Zwerg, oder war das ein Zwerg? Nee, du warst Gnom, ne? Ach ja, gut, es war ein Gnom. Ja, aber warum hat der Gnom nicht selber angefangen, diese Rubine rauszuhacken, als er nichts mehr hatte, was seine Tochter ihm gebracht hat? Also er wusste doch, wo es die gibt. Merkwürdig. Und warum hat sie am Ende kein Mitleid mit ihrem eigenen Vater und gibt einfach nur einen Rubin? Also, ja, ich weiß, wie gesagt, die Moral ist logisch, aber die Geschichte fand ich trotzdem merkwürdig. Vergrößerungsglas. Ja, sehr schade, dass die sterben mussten. Ach so, jetzt können wir hier nicht mehr runterklettern, weil es alles abgebrannt ist. Ja, sorry, wir haben hier ein bisschen, ne, aber was soll's. Moment, hier ging es auch noch nach oben. Wie weit geht's da noch? Okay, da scheint es noch deutlich weiter zu gehen. Hier unten aber nicht. Also werden wir erstmal hier unten weitergehen. Wurfspeer brauchen wir gar nicht erst schauen. Die sind sowieso nichts wert. Tja.
Ja, hingerichteter Tiefenknurm der Arme. Ah, mit Toten sprechen brauchen wir nicht wirklich, verkaufen wir irgendwann. 130? Ich verstehe nicht, warum die so viel wert ist. Vielleicht, weil sie selten ist, weil man nicht so oft an Drow-Rüstung kommt. Nice, auf jeden Fall. Kettenpanzer, auch nicht schlecht. Aber nichts Besonderes und... Ich weiß nicht, ob wir dann doch lieber diesen neuen Kettenpanzer nehmen sollen, weil körperlicher Beistand, du hältst einen Bonus von plus 1 auf Stärkerettungswürfe und Stärkewürfe. Ist das besser als eine insgesamt ein Punkt höhere Rüstungsklasse? Ich weiß es nicht. Er wird auf jeden Fall überladen, wenn er das nimmt. Wir packen mal ein paar Sachen von ihm zu jemand anderes, wie zum Beispiel Gale. Natürlich nur die schweren Dinge, die er nicht braucht. Er hat halt gar nicht so viel. Klitschiges Kettenhemd ist ziemlich schwer. Ja gut, die ganzen Pfeile wiegen auch ein bisschen was, aber es ist nicht so viel. Okay. Das reicht erstmal. Which way to the nearest library? Can't afford to stay idle. Attention! Attention! 2250 Rastvorräte. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Gegner dann hat. Och, guckt mal an. Die arme Erschlagene. Vor allem haben die ihr eigenes Volk mit umgebracht, oder? Schriftrolle Nebelschritt. Egal. Schriftrolle Vampirberührung. Berühre einen Gegner, um ihnen die Lebenskraft zu entziehen. Ja, das kennen wir schon. Das hat auch irgendjemand schon. Wer hat das? Sie hat es einmal, also geben wir das jetzt Schattenherz, damit beide Nahkämpfer das einmal haben. Durga-Gegengift. Neutralisiert bestimmte Durga-Gifte. Gewährt Vorteile bei Rettungswürfen gegen Vergiftung und Resistenz gegen Giftschaden. 10 Züge. Das ist was anderes als ein normales Gegengift, oder? Ja. Na, geben wir Karlach. Blaukappe. Axt des Vertilgers. Zweihändig. Das guckt sich natürlich auch unsere gute Karlach an. Oh, I could go for a good meal. Axt des Vertilgers, guckt euch das mal an. Ich habe ja gesagt, der Zwerg hätte mit Sicherheit fett noch einiges auf Lager gehabt und einiges an Schaden gemacht, wenn wir ihn gelassen hätten. 6 bis 22 Schaden. Geißel des Ungeziefers bewirkt zusätzlich 1 bis 6 Schaden bei Pflanzen, Insekten und kleinen Kreaturen. Die kunstvollen Gravuren auf Griff und Klinge dieser Axt zeigen das Können des Schmieds. Ja, und es macht zwar einen Minimalschaden weniger. Ach, Moment. Wir müssen das mal ganz genau hinschauen, weil ich glaube, dieses 1d6 Feuer, das ist eingerechnet in dieses 6 bis 22 Schaden. Das ist natürlich nicht so gut, weil wir kämpfen nicht so oft gegen Pflanzen und Insekten und kleine Kreaturen. Wenn wir das rausrechnen, hat er nicht mehr 1d6, sondern 1d12. Das heißt, dann machen wir 1 bis 12 Schaden plus 4. Also machen wir dann 5 bis 16 Schaden und unser Schwert der Gerechtigkeit macht 2d6 plus 5, das bedeutet 7 bis 17 statt 5 bis 16. Also Axt des Vertilgers ist nur besser gegen Pflanzen, Insekten und kleine Kreaturen, sonst ist es schlechter, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wir werden die Waffe nicht anlegen, sondern behalten. Und falls wir mal gegen eine Gruppe solcher Gegner kämpfen, können wir sie ja immer noch anlegen. Zum Glück ist mir das noch aufgefallen. Ah, können wir mit ihm reden? You have my attention. Ja, ich glaube, wenn ein von uns getöteter Leichnam bereit ist, mit uns zu reden, dann hat er so einen grünen Schimmer um sich herum. Als Hinweis, dass das funktioniert, sonst ist es nicht so. Na gut. Sharp as ever. Ich
Stufe 7, ey. Heftig, heftig. Blutverschmiertes Logbuch. Ein Buch, in dem Aussehen und Qualität zahlreicher abgebauter Edelsteine beschrieben werden. Neben einer Skizze jedes Steins sind Gewicht, Farbe, Reinheit und weitere Merkmale notiert. Neben der Skizze eines Rubins von beachtlicher Größe findet sich ein unterstrichener Eintrag in zittrigen, hastig gezogenen Federkielstrichen. Aber wenn es noch nicht so lange her ist, dass die hier umgebracht wurden... Ach stimmt, die ganzen erschlagenen anderen habe ich ja gar nicht, das eingesetzt, aber das meine ich ja, dieses Leuchten. Bei den ganzen anderen erschlagenen habe ich ja gar nicht das Sprechen mit Toten eingesetzt, das muss ich vielleicht nochmal noch machen. Novize Garmor. Kann natürlich sein, dass die so umgebracht wurden, dass das nicht funktioniert, das werden wir noch feststellen. Ah, die Pilze sind schön leicht, das ist schön. Lost in thought. The corpse regards you lifelessly. Was ist euch zugestoßen? My goodness, made me hurt myself. Was habt ihr getan, als ihr starbt? Hunting, runaway slave. Ah, okay, okay, das war einer der Bösen. Woher seid ihr gekommen? Across the Ebon Lake. Was war euer Beruf? Hunter. Warrior, sworn to the Absolute. Wer seid ihr? Hunter, Reaver, Warrior of the Absolute. Das meine ich halt. Hauptsache alles doppelt und dreifach. Aber ist egal. Hattet ihr etwas Wertvolles bei euch? Ist ja genauso ein Quatsch, das zu fragen, weil wir können das ja einfach nachschauen. So. Können wir jetzt mit... Moment mal, hatte der irgendeine... Nee. Mit denen auch alle? Diese Leiche kann nicht mehr sprechen. Ach, mit dem haben wir gerade geredet. Die Leiche redet nicht mit uns, die haben wir umgebracht. Schlagender Truger. Ist die Frage, was ist denn genau mit denen hier? Hingerichteter Tiefenknoten. Können wir mit denen reden? The corpse does not respond. Ich glaube, mit denen können wir alle nicht reden. Schriftrolle Eismesser, nice. Gab jetzt mehrmals die Situation, dass wir einen Fernkampfzauber gebraucht hatten bei Schattenherz, deswegen geben wir ihr das. Aber es tut mir echt leid, dass die alle gestorben sind und alle umgebracht wurden, vor allem hingerichtet und so. Die Bande, die wir umgebracht hatten, die hat es auf jeden Fall verdient gehabt. Ein Brief mit Wasserflecken, der dem Empfänger anfleht, am anderen Ufer des Schwarzsees vorsichtig zu sein, dass sich dort Durga aufhalten sollen. Hastig hingekritzelter Brief. Adventure awaits. Ah ja, hier haben wir unseren Schnellreisepunkt. Was zählt als Abgrund? Können wir da nicht drüber klettern? Hier oben waren wir schon, oder? Von hier sind wir gekommen. Sind wir von hier gekommen? Ja, ne? Ja, von hier sind wir gekommen. So, waren wir schon da drin und dann sind wir hier lang gegangen. Genau, genau. Ist hier noch was? Es ist aber direkt ganz schön hell, meine Augen. Heiltrank.
5, 8, 7, 5. Ja, nimm einfach. Wie viel wiegen die eigentlich? 0,05. Die sehen viel schwerer aus, so riesengroß wie die sind. 0,05 müsste ja 50 Gramm sein, ist ja gar nichts. Schauen wir erstmal hier unten weiter. Die Armen, die Armen. So viele sinnlose Tote, ey. Ja, niemand von denen wird in der Lage sein zu reden, weil weiß, wie die hingerichtet wurden. Unterreich, Trugerboot. Wo fahre ich da denn hin? Wenn ich das jetzt mache, oder fahre ich dann nur hier rüber? Oder kann ich einfach nur mit dem hier rumfahren dann? Das könnte natürlich sein, aber das will ich jetzt noch gar nicht. Okay, also hier unten ist noch ein Boot. Wir können ja mal draufklicken, mal schauen, was passiert. Wir können ja immer noch zurück dann einfach. A vessel wobbles on the lake's murky waters. In die Dunkelheit segeln, ja, machen wir noch nicht. Wir segeln mal in die Dunkelheit, wenn wir uns den Rest hier angeschaut haben. Und man wurde ja auch vor Gefahren gewarnt. Kommen wir hier irgendwie rüber? Oder brauchen wir da das Boot? Moment, hier ist doch was zum Hoch- und Runterkrabbeln. Ah, okay, ich sehe. Nachlasser müssen wir vielleicht hinspringen, aber die wollen einfach nur, dass wir da runterkrabbeln. Ich würde sagen, wir machen schon mal langsam einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Ist das hier schon? Nee, ist hier. Tschüss. Bleibt cool.